Die erste Frage, die uns förmlich auf den Nägeln brennt, wie hat das gestern stattgefunden? Wie ist man da sozusagen zu einer einhelligen Meinung gekommen, dass in Österreich ein bundesweiter Lockdown ab Montag stattfinden muss? Es waren sehr intensive und lange Gespräche, die vor allem zu einem Ergebnis geführt haben. Und das wohl wichtigste Ergebnis ist, dass es in Zukunft eine Impfpflicht geben wird. Eine Impfpflicht, die uns dann den Weg aus der Pandemie zeigt. Denn es ist für uns alle unverständlich, dass wir aufgrund einer unzureichenden Impfbereitschaft einiger immer wieder von einem Lockdown in den anderen schlittern. Dieser Spuk muss einmal ein Ende haben und dieser Spuk hat nur dann ein Ende, wenn es die Impfpflicht gibt. Diese Impfpflicht ist die Garantie, dass wir die Pandemie hinter uns lassen können, denn es kann nicht unser Weg sein, von einem Lockdown in den anderen Lockdown zu kommen. Wir alle wollen die Normalität zurück. Also die Impfpflicht war das, dass viele, die sich mit dem Thema jetzt auch schon sehr lange beschäftigen, doch überrascht hat, dass sowas in Österreich kommt. Sind ja damit auch das erste Land in Europa, das so etwas umsetzt. Kommen wir noch einmal kurz zum Lockdown zurück. Es hat geheißen, dass es zum Beispiel in Niederösterreich viele Stimmen gibt, die mit einem Lockdown eher unzufrieden sind. Wie konnten die beruhigt werden? Ja, Grundvoraussetzung, dass ich zugestimmt habe zu diesem Lockdown, war die Vereinbarung der Impfverpflichtung, dass wir diese Impfverpflichtung auch tatsächlich zustande bringen und dass alle politischen Parteien am Tisch, sprich ÖVP, SPÖ und Grüne, dem auch zustimmen. Denn die Menschen haben den Lockdown satt. Sie wollen nicht von einem Lockdown in den anderen stolpern. Das heißt, es braucht hier eine ganz klare Perspektive, nämlich die Normalität und deswegen auch die Zustimmung zu diesem Lockdown, wo wir den Geimpften noch einmal zumuten müssen, diese Einschränkungen hinzunehmen. Denn wir spüren es, die Ungeimpften sind zu einer wahnsinnigen Belastung der Geimpften geworden und vor allem die Geimpften wollen es nicht mehr mittragen, diese Unvernunft, sage ich jetzt einmal, zu akzeptieren, wo ihre Freiheit eingeschränkt wird. Über die Impfpflicht hat es ja bislang immer geheißen, naja, man will sie eigentlich nicht, man will sie eher vermeiden, vor allem auch von den Grünen. Kann sich da leider jetzt so ein bisschen wie einen Abtausch vorstellen. Auf der einen Seite geben die Grünen bei der Impfpflicht nach und auf der anderen Seite die ÖVP beim Lockdown. Ja, ich glaube, wir alle haben gesehen, dass vor allem die Erststiche unzureichend sind, dass hier vor allem der Anteil der Geimpften zu geringer ist, um aus der Pandemie zu kommen. Und deswegen war das eine Notwendigkeit. Das heißt, aus der Unvernunft einiger, die sich nicht impfen lassen, wurde die Impfpflicht wichtig und notwendig. Ich bin fest davon überzeugt, dass auch andere Staaten diesem Beispiel folgen wollen, weil das die einzige Garantie ist, aus der Pandemie herauszukommen. Jetzt befürchten einige natürlich, weil es ja doch zum Beispiel morgen schon wieder in Wien eine große Demo gegen die Maßnahmen geben soll. Die wird jetzt vermutlich zur Anti-Impfpflicht-Demo werden. Darf man mutmaßen, dass die Gräben in der Bevölkerung noch tiefer werden? Wir haben mit Herrn Schützenhöfer auch schon gesprochen. Der meint, nein, im Gegenteil, man möchte die Leute mit ins Boot holen. Wie will man das denn schaffen? Ja, klar ist, dass natürlich eine Impfpflicht ein Einschnitt ist in die Freiheitsrechte jedes Einzelnen. Aber da gilt es natürlich immer abzuwägen, welche Verantwortung hat der Staat. Und der Staat hat eine ganz große Verantwortung, nämlich die Gesundheit der gesamten Bevölkerung in den Fokus zu nehmen und diese Gesundheit auch zu sichern. Und diese Gesundheit der Bevölkerung kann man nur dann sichern, wenn man die Pandemie im Griff hat. Das heißt, dieser Einschnitt ist verfassungsrechtlich möglich und vor allem rechtlich okay. Es ist immer wieder betont worden, dass die Parteien jetzt unisono sozusagen entschieden haben, dass man da gemeinsam an einem Strang zieht. Da fehlt allerdings eine Partei, oder? Ja, dieses Gesetz kann man laut unseren Informationen mit einer einfachen Mehrheit beschließen. Und entscheidend ist, dass diejenigen, die heute auch die Vereinbarung unterschrieben haben, auch tatsächlich dazu stehen. Das heißt Einführung der Impfpflicht mit Anfang Februar 2022.